Ich predikte mir noch die komplette Formel 1 2024 Season, sowohl die Fahrer als auch die Konstrukteurs-WM. Abonniert gern kostenlos den Channel. Wir starten direkt hier in Teammakers mit der Fahrerweltmeisterschaft und da haben wir den 18., 19., 20. Platz bis zum Champion hin oben. Wir fangen unten an und arbeiten uns nach oben. Ich würde mal sagen, ganz, ganz klar, auf den letzten Platz, auch wenn es mir leid tut, sehe ich leider erneut den Logan Sargeant. Auch es tut mir leid, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Er ist zwar stark, er wird auf den einen oder anderen Punkt holen, aber ich sehe ihn dann nicht jetzt weiter oben. Wen noch da in dieser hinteren Reihe? Ich denke mal auch, dass Guan Yu Zhou es schwer haben wird. Den sehe ich auf den 19. Platz. Denn es ist wirklich auch eine ganz, ganz schwierige Sache. Und auf den 18. dann Kevin Magnussen. Es tut mir leid für alle Haas, Alpha bzw. Stake und Williams Fans. Aber besser kann ich mir das Ganze nicht ausdenken. Auf den 17. Platz dann Nico Hülkenberg. Wo ist denn der? Ja, Nico Hülkenberg. Glaube ich auch, dass da nicht viel Platz nach oben sein wird. Die Haas schauen zwar okay aus. Glaube ich aber nicht, dass die jetzt stabil und auf einmal ein Top-Team werden. So, dann auf den 16. Platz sehe ich dann Valtteri Bottas. Ich glaube zwar, dass die Stakes vielleicht am Anfang überraschen können, aber dann mit der Entwicklung der anderen Teams nicht mithalten werden können. 15 und 14 allerdings wird dann interessant werden, denn wir haben hier Teams, die ich auch interessant finde, auf jeden Fall. Ich sehe auf den 15. Platz allerdings einen Fahrer, der mir leid tun wird. Es ist Daniel Ricciardo. Er wird zwar überraschen, aber jetzt nicht so stark. Auf den 14. Platz dann den Albon. Und dann geht es hoch nach 13. Auf 13 sehe ich... ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Das ist schwierig. Ich würde mal sagen, Esteban Ocon auf 13. Und auf 12 ist dann Yuki Tsunoda. Also viel mehr ist für die Stakes nicht, für die Racing Bulls nicht drin, auch wenn man das Konzept gut kopiert hat. Dann auf den 11. Platz. Dann gehen wir schon in Richtung Top 10. Sehe ich persönlich Lance Stroll. Glaube auch, dass der dieses Jahr nicht mit Fernando Alonso mithalten kann. Und obwohl ich echt Sympathie für den Jungen habe, seitdem ich mit Drive to Survival geguckt habe, muss ich sagen, der Bre steht so unter dem Fuchtel von seinem Vater. Also wirklich. Das kann einem nur leid tun, was für einen Zwang der Bre hat, seinem Vater irgendwie beeindrucken zu müssen. Also for real, es tut mir ehrlich gesagt echt leid um den Jungen. Dann hier auf 10 Pierre Gasly, 9. Platz. Das wird jetzt interessant werden, denn das sind nur noch Top-Teams und Fernando Alonso, den ich by the way nicht hier sehe. Ja, ich glaube, Sainz wird seinen Erwartungen nicht gerecht werden, wird 8. werden. Wer wird aber auf den 9. Platz landen? Ganz schwierig, ganz, 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 ganz schwierig. Ich glaube mal, auf den 9. Platz sehen wir George Russell. 9. Platz George Russell. Auf den 7. Platz allerdings sehe ich dann Oscar Piastri und auf den 6. Fernando Alonso. Das, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen. Dann haben wir den 5. und 4. Platz und das ist für mich ehrlich gesagt 5 Lewis Hamilton und 4 tatsächlich Sergio Perez. Auf den 3. Platz könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen, dass es hier einen engen Fight, obwohl nein, Sainz ist mir zu weit unten. I'm sorry, ich muss Sainz, glaube ich, ich gebe Sainz auf den 5. Platz, gebe Russell hierhin und Piastri auf den 9. Platz. Ich glaube, so gefällt es mir besser. Auf den 3. Platz sehe ich dann Lando Norris. Der wird 3. Auf den 2. Platz sehe ich dann Charles Leclerc. Nein, die gehört überrascht. Und Weltmeister wird mit diesem overpowered Red Bull erneut Max Verstappen. Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe das. Ich gehe noch einmal durch mit Logan Sargeant, dann Guan Yu Zhou, dann Nico Hülkenberg. Ja, auf den 17. Platz, dann Magnussen, auf den 17. ist dann Hülkenberg und Bottas, Ricciardo und Albon, Ocon und Yuki, dann haben wir Gasly und Stroll, dann das hier, Piastri und Russell, das finde ich eigentlich okay, Hamilton und Alonso,
Sainz, Perez, die Nummer 2 Fahrer auf 4 und 5. Dann haben wir hier die Elite vorne. Finde ich ziemlich gut. Was würdet ihr zu diesen Fahrerstats mal sagen? Ich bin sehr gespannt. Prediktet euch gern eures in die Kommentare. Und jetzt kommen die Konstrukteure dran. Hier auf den 10. Platz sehe ich, auch wenn es bei der WM nicht so ausgesehen hat, das Haas-Team. Denn ich glaube, dass die auch dieses Jahr wieder enttäuschen werden und ihr Reifenverschleiß, ja, auf jeden Fall für Trouble sorgen wird. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Auf den 9. Platz sehe ich dann, auch wenn hier leider Alfa Romeo noch immer noch steht, das Kick Sauber F1 Team. Es tut mir leid, dass das Logo falsch ist, aber egal. Das Kick Sauber F1 Team. Ich glaube, dass sie am Anfang mit ihrer Lowry, ja, auf jeden Fall für viel Wow-Moment gesorgt haben, aber jetzt natürlich auch im Renntrim vielleicht ein fahrbareres Auto haben, aber auch vielleicht strategisch nicht das ein oder andere stimmen wird. Auf den 8. Platz, ich glaube ähnlich wie im letzten Jahr, dann das Williams-Team. Ich glaube wirklich, dass die Jungs tatsächlich auch wieder mit Albon sehr überzeugen können. Da bin ich mir fast sicher. Auf den 7. Platz dann das Alpine-Team. Ich glaube, der 7. Platz ist einfach geschaffen für die Alpines. Da, ich sehe sie nicht weiter vorne, ich sehe sie auch nicht weiter hinten. Ich glaube, da passen sie ziemlich gut hin. Dann auf den 6. Platz die Racing Bulls, aka hier noch AlphaTauri. Was soll ich sagen? Racing Bulls, ja, auch wenn Yuki gesagt hat, wir sind kein Top-6-Team, glaube ich dennoch, dass man ein Top-6-Team sein kann. Und ich glaube auch, dass sie eins sein werden. Sie sind 6. Platz, ich bin mir davon sicher. Auch wenn das in der WM schwierig wird, könnte ich mir vorstellen, dass das ein harter, bitterer Kampf mit den Alpine-Jungs wird. Wenn auch die Alpinen sehr stark aussehen, da muss man, glaube ich, auch die ersten paar Rennen abwarten, um das wirklich richtig predikten zu können. Auf den 5. Platz sehe ich dann tatsächlich die Astons. Auch wenn man vielleicht so, warum nicht Mercedes oder so. Ich glaube, Alonso wird wieder alles geben. Aber Lance Stroll wird so ein bisschen, ja, das Kryptonit sein, das, ja, so ein bisschen runterzieht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man da leider, ja, abwarten muss. Auf dem 4. Platz dann wird es ziemlich spannend werden, denn die McLaren und die Mercedes sind meiner Meinung nach sehr eng umschlossen. Aber ich gehe da mal mit McLaren, weil sie eben auch noch ein sehr junges Fahrerfeld haben, eine junge Fahrerpaarung haben. Und ich dadurch glaube, dass da vielleicht auch der ein oder andere Fehler oder auch die ein oder andere teaminterne, ja, Rivalität entscheiden werden könnte. Auf den 3. Platz dann, das Mercedes-Team. Man konnte sich zwar letztes Jahr noch den Vize-Titel holen, aber ich glaube, die Ferrari sind anfangs jetzt mal viel zu stark. Also wirklich, die sahen so stabil aus, sind viele Runden gefahren, haben viele Programme abgespult, waren aber nicht so gut. Jetzt mal natürlich das 2. Team, die Ferrari, sehr stabiles Team, schaut gut aus. Mercedes allerdings sah meiner Meinung nach auch fahrbar aus, aber jetzt nicht auf dem Niveau, wie die wie die Ferrari fahren können. Apropos Niveau, und da sehe ich ganz klar den Konstrukteursmeister der letzten 2 Jahre, erneut Red Bull, auch wenn es viel drumherum geben wird, noch um Christian Horner. Geht der jetzt, bleibt der jetzt, wird er gefeuert, was machen die mit ihm? Bin ich auch ganz gespannt, bin ich mit euch. Aber ich bin mir da auch nahezu sicher, dass man da eine Lösung finden wird und vor allem natürlich auch mit so einem riesen Vorsprung schon seit der 22er Season kann man eigentlich nur gewinnen. Also for real, die werden wieder alles in Grund und Boden fetzen und die werden wirklich wieder abliefern, die werden wieder, ja, mal gerade Verstappen, der wird uns tatsächlich eine fade Rekordseason bringen. Also wir haben zwar 24 Rennen, aber ich denke mal, wir werden da gerade mal Verstappen, ja, mindestens 20 Mal Siegen sehen. Wünsche ich mir nicht, hoffe ich auch nicht, aber die Fakten schauen leider so aus, da kann man einfach nicht drüber hinweggucken. Die Fakten sind einfach ganz klar, dass Red Bull aktuell das einzigartige Team ist. Haas auf den 10. Platz, glaube ich, da kann man auch, braucht man nicht drüber streiten. Sauber auf den 9. Platz, wobei ehrlich gesagt, ich schon überlegt habe, Sauber und Haas zu tauschen. Aber die werden sich auf jeden Fall untereinander ausmachen, den letzten Platz. Da wird es auch nicht viele Punkte geben bei den Fahrern und Konstrukteurs, wir haben sowieso nicht. Williams wird wieder alles geben mit Stroll, mit Albon. Bei Alpine bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht die Alpine sogar schlechter sind als Williams, aber dann, ja, sahen wirklich stark aus bei den Tests. Seid mir nicht
Don't judge me, wirklich. Seid mir echt nicht böse. Dann natürlich Racing Boots, Visa Cash-App. Sechster Platz, glaube ich, könnten die echt schaffen. Mit dem RB19-Paket, was man jetzt hat, ziemlich gut. Aston auf 5, glaube ich, ist possible. McLaren, dann die Mercedes. Ferrari, glaube ich, ist der Red Bull am nächsten Verfolger. Und auf den ersten Platz sehe ich dann Russell. Wir werden uns das... Red Bull. Wir werden uns das auf jeden Fall am Ende des Seasons noch einmal angucken, wie nah ich an den Predictions dran war, denn man weiß ja auch nie, wie die Teams während der Season entwickeln werden. Also abonniert gern kostenlos den Channel, dass ihr dann nichts mehr verpasst. Am Ende der Season blicken wir dann noch einmal auf diese Predictions. Ich bin sehr gespannt, ob ich die Zeichen gut deuten habe können, und ich bin auch gespannt auf eure Meinung, was ihr so prediktet. Unbedingt in die Kommentare rein. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und abonniert auch gerne kostenlos den Channel, denn es kommt vieles nach online rund um die Formel 1.